Es ist echt schwer, die hier zu lassen, weil die halt so niedlich sind. Als Krieg war, ging es den Hunden besser als jetzt. Ob das noch was wird hier ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich laufe gleich einfach los Richtung Deutschland. Ich bin in Bosnien-Herzegowina, auf einer Müllkippe am Rande der Kleinstadt Bihać. Valerie aus Deutschland im blauen Shirt und Alma aus Bosnien im weißen wollen mir zeigen, wie hier Hunde leben. Hunde, die sie mit ihrem Verein Arche for Dogs retten und sie nach Deutschland bringen, genauer gesagt nach Osnabrück. Ich sehe so etwas zum ersten Mal. Es hat ungefähr 30 Grad, es stinkt und hier sind ganz viele Hunde, die im Müll nach Essen suchen. Wir sind hier jetzt, weil wir herausfinden wollen, warum Leute hier Hunde einsammeln gehen, um die dann nach Deutschland zu bringen. Und da frage ich mich, ergibt das überhaupt Sinn? Denn hey, die deutschen Tierheime sind voll. Und wäre hier im armen Bosnien nicht erstmal Hilfe für die Menschen wichtiger? Oh, guck mal, sind die süß. Welpen, hier geboren. Ein Hundeleben auf der Kippe, zwischen all dem Müll. Diese Kleinen, die sehen wir oft einmal und nicht wieder. Bevor sie an irgendeiner Krankheit sterben. Straßenhunde gibt's hier wie Sand am Meer. Bis vor ein paar Jahren durfte man sie noch erschießen. Jetzt werden sie einfach hier entsorgt. Ja, auch ausgesetzte Hunde, ne? Die halt vorher bei Menschen waren. Aber erst. Nee. Valerie ist 22, studiert Geoinformatik und ist eher der unaufgeregte Typ. Selten emotional, weil sie häufig hier ist. Ihr Verein bringt jeden Monat 15 bis 20 Straßenhunde nach Deutschland. Ich hab's schon gesagt, ich kann's nicht nachvollziehen. Valerie will mich überzeugen. Zusammen mit Farah Mersat und Dennis, der filmt, fahren wir weiter ein Stück in die Pampa. In einer verlassenen Ruine leben 30 Welpen. Ständig kommen neue dazu, weil sie wieder irgendjemand loswerden wollte. Kaum ein Hund in Bosnien ist kastriert. Deswegen gibt es ständig Junge. Also hier ist halt, hier wohnen die Welpen, die schlafen hier nachts und die Helfer, die hierher kommen und auch unsere Arbeiter, die haben halt hier aufgeräumt jetzt, haben Wasserstationen und so verteilt und Futterplätze. Obwohl ich kein Hundemensch bin, finde ich das Ganze hier schon ziemlich heftig. Überall Welpen. Valerie kennt Schlimmeres. Ich sehe es nur halt immer wieder, wenn Hunde verwahrlost sind oder nur an der Kette gehalten und die Kette eingewachsen und sowas halt so. Das ist so eine Ignoranz manchmal einfach da von den Menschen. Man entwickelt so eine Distanz dazu. Es hat einfach keinen Sinn, wenn einen das so fertig macht, kommt man nicht wieder. Aber es ist immer wieder irgendwie hart, hier zu lassen und zu wissen, dass sie wahrscheinlich nicht überleben. So. Mersat kommt selbst aus Bosnien und kümmert sich um die Hunde vor Ort. Dafür bekommt er etwas Geld von Valeries Verein. Dieser zahlt auch das Futter für die Hunde. Allein das kostet jeden Monat etwa 750 Euro. Finanziert durch Spenden. Also es ist halt auch wie hungrig, die sind. Also er kommt halt wirklich jeden Tag dann. In dem Alter brauchen die eigentlich dreimal am Tag was zu essen. Bis vor 22 Jahren war in Bosnien Krieg. Das Land befindet sich noch im Aufbau. Ich frage mich, ist da überhaupt Platz für Tierschutz? Als Krieg war, ging es den Hunden besser als jetzt. Weil die Menschen hatten irgendwie, ich glaube, Mitgefühl mit den Hunden. Und jetzt ist es ganz anders. Jetzt kümmern die sich nur um sich und die Hunde sind an allen schuld. So ist es bei uns jetzt. Das größte Problem sind die Hunde. Hier das, ob das noch was wird hier ist, weiß ich auch nicht. Ja, mein Schatz. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so sehr mitnimmt. Also, es ist echt schwer da auch so dann den kritischen noch so
Konflikt zu wahren, weil es einfach ein sehr, sehr emotionales Thema ist. Und ich weiß auch, egal was ich jetzt sagen werde, es wird immer jemanden geben, der das scheiße findet, weil das Thema einfach sehr emotional ist. Straßenhunde retten ist gerade ziemlich im Trend. Ich kenne viele, die einen Hund aus Griechenland, Spanien oder dem Balkan haben. Hunderte Vereine importieren sie nach Deutschland. Zurück bei der Müllkippe. Laut, heiß, stinkt. Im Zwinger warten die Hunde, die in Deutschland vermittelbar sind. Hier werden sie aufgepäppelt. Meistens sind die ganz gut genährt, aber wenn die hier neu sind, dann sehen die oft nicht so toll aus. Ne? Sie sind halt auch voll mit Zecken und alles. Valerie ist mit den Hunden mega routiniert. Ja, ein paar hundert habe ich schon. Schon wieder so ein niedlicher. 350 Euro Vermittlungsgebühr und es könnte meiner sein. Hätte ja nicht gedacht, dass Straßenhunde so gut sozialisiert sind. Aber wir setzen hier keine Hunde rein, die hier lange bleiben müssen, weil dafür ist es halt einfach zu scheiße. Also die bleiben dann auf der Müllkippe. Ja. Also wenn wir halt draußen welche haben, wo wir wissen, ja, die können zu Hause finden, die können mit, dann kommen sie hier rein. Und nach einem Monat können sie dann halt nach Deutschland. Aber länger wollen wir die gar nicht einsperren hier. Herzlichen Glückwunsch. Du bist also vermittelbar. So, jetzt mal ein paar Fakten zu Bosnien-Herzegowina. Rund 60% der Bevölkerung in meinem Alter ist arbeitslos. Vom Krieg erholt hat sich das Land noch nicht wirklich. Würden wir halten, könntet ihr sogar noch die Einschusslöcher sehen. Und abseits der Wege gibt's auch immer noch Minen. Und dann das. Das Paradies auf Erden, Earthporn. Wir machen Pause. Wenn Valerie in Bosnien ist, dann postet sie regelmäßig über die Facebook-Seite des Vereins. So vermittelt der Verein die Hunde oder sammelt Spenden, um Notfälle zu operieren. Und auch von dem Notfall wieder. Was für ein Notfall? Ja, dieser Hund, der wo übers Bein gefahren wurde und über die Route, hatte ich halt jetzt direkt am ersten Tag besucht. Der hat halt jetzt keine Route mehr. Das Bein ist jetzt im Verband. Das sieht auch wirklich nicht schön aus, das will man nicht sehen. Das hier will man auch nicht sehen. Nächster Tag an der Welpenruine. Und jetzt sucht ihr davon mal 6 Stück aus. Mehr können wir heute nicht mitnehmen. I don't know if we'll find him tomorrow alive. Yeah. And this is quite especially hard. Der Hund ist so klein und er ist halt 2 bis 3 Wochen jetzt alt. Deswegen können sie ihn jetzt, oder 3 bis 4, und deswegen können sie ihn jetzt auch noch nicht mitnehmen. Der hier ist fit genug und darf mit. Nicht nach Deutschland, sondern in den Garten eines Menschen, der sich gegen Bezahlung um ihn kümmern wird. Die hier dürfen auch mit. Der Rest muss hier bleiben. Es ist echt schwer, die hier zu lassen, weil die halt echt einfach so niedlich sind und so süß und... Und voller Krankheiten. Fast hätten die süßen Hundeaugen mich gehabt. Nur geimpfte und mindestens 4 Monate alte Hunde dürfen in die EU eingeführt werden. Emir ist der Arzt, der die Hunde ausreisefertig macht. Sie müssen gechippt sein und die Hundepässe 100% korrekt. Kleiner Spoiler, auch wir werden später noch so jammern. Aber jetzt mal Klartext. Alle wollen etwas ändern, aber reden nur davon. Hast du mal was zum Boden des Planeten unternommen? Unternehmen ist ja schön und gut, aber die deutschen Tierheime sind doch voller Hunde. Oder, Valerie? Es gibt viele Hunde in deutschen Tierheimen, die schwer zu vermitteln sind, weil sie nicht verträglich sind oder schwer, also wirklich Verhaltensprobleme haben. Die sitzen halt einfach ewig da. Und viele Tierheime nehmen auch Hunde aus dem Ausland auf, weil die oft sehr sozial sind und sehr schnell zu vermitteln sind. Und dadurch finanzieren die sich auch irgendwo mit. Okay, Punkt für dich. Aber sollte man nicht wirklich erst den Menschen helfen? Ich weiß nicht genau, wie man das anstellen soll. Bei den Hunden habe ich eine gute Lösung. Die müssen halt nur umgesetzt werden und kosten unglaublich viel Geld. Aber bei den Menschen ist es halt schwierig. Die Wirtschaft, das Land ist korrupt. Die,
das ist von ganz oben herab, zeichnen sich die Probleme aus, wo du gar nicht richtig rankommst. Das ist mir irgendwie zu einfach, aber eine Lösung habe ich auch nicht. Ein Punkt stört mich aber wirklich an der Auslandstierrettung. Es gibt schwarze Schafe, die mit der Vermittlungsgebühr betrügen, die Hunde nicht vernünftig versorgen oder sogar regelrecht nachproduzieren. Also man kann auch nicht sagen, Auslandstierschutz ist per se super. Ich fände es auch schöner, wenn ich nicht hier helfen müsste. Würde ich nur in Urlaub. Von wegen Urlaub. Für den hier, den da und uns stehen jetzt erstmal 15 Stunden Autofahrt nach Deutschland auf dem Programm. Alter, zwei was mir ist da. Wie viele nehmt ihr jetzt mit? 70. 17 Hunde, die strengen Zollvorschriften erfüllen müssen und einen eigenen Reisepass haben. Wie viele Hunde jedes Jahr aus Griechenland, dem Balkan und so nach Deutschland kommen, weiß trotzdem keiner so genau. 100.000, sagen Schätzungen. Darunter fällt aber auch der meist illegale Welpenhandel. Woran erkennt man also einen guten Verein? Ja, es ist wichtig zu gucken, also dass der Verein transparent arbeitet, also Spendeneingänge und sowas also öffentlich macht. Ja, und sich einfach informieren, was der Verein tut, ob kastriert wird vor Ort, ob vor Ort was anderes getan wird, außer Hunde einsammeln, ob sich nach der Vermittlung um die Hunde gekümmert wird, ob die Hunde halt auf Krankheiten getestet werden, die in den Ländern gängig sind. 35 Grad, wir sind seit 3 Stunden unterwegs, europäische Grenze zu Kroatien und jetzt warten. Problem? Ein Hund hat fehlerhafte Papiere. Und die Veterinärin hat selbst nach 7 Stunden kein Erbarmen. Da! Es ist nämlich gerade, ich frage mich gerade wirklich, ob wir noch irgendwann nach Hause kommen. Ich glaube, ich laufe gleich einfach los Richtung Deutschland. Nächster Tag, neuer Versuch. Doch der Scheiß geht von vorne los. Immer noch stimmt irgendetwas mit den Papieren nicht. Wir sind jetzt hier seit 7 Stunden und jetzt geht's wahrscheinlich hoffentlich endlich los und ich bin tot. Wirklich. Weil wir am Zoll nicht filmen durften, ist dieser Teil des Films extrem kurz. Aber glaub mir, wir haben fast 2 Tage im Sperrgebiet des Zolls verbracht. Ich bin durch. Valerie macht das momentan alle 6 Wochen. Warum tust du dir diesen ganzen Scheiß an? Wegen den Hunden. Für die Hunde ist es das wert. Die kommen in ein richtig schönes Leben. Endlich, beim Verein in Osnabrück. Die Hunde kommen jetzt erstmal in Pflegestellen und werden dann vermittelt. So, also wir sind jetzt nach 29 Stunden endlich hier. Ich bin echt fertig. Ich muss sagen, die Leute, die machen das echt mit einer Liebe und einer Hingabe. Und da habe ich echt krassen Respekt vor. Und auch wenn man sagen kann, ja, hey, es gäbe andere Punkte, wo man auch helfen kann. Hauptsache, man hilft überhaupt irgendwie, finde ich. Weil so helfen ist besser als gar nicht helfen. Wasser bis zum Hals, lieber Regenparker tragen. Sprachlos, tanzen statt reden, so müde von der Stadt.